Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sendung. 200 Folgen Wir in BB. Und das machen wir nicht irgendwo, das machen wir hier im MPG. Ja, genau, da waren wir nämlich schon einmal, ziemlich genau vor 2,5 Jahren, im Jahr 2016, mit einem Projekt, das uns unheimlich am Herzen gelegen ist. Es geht um Fairtrade. Davon gibt es nicht wirklich viele Schulen, die sich dafür engagieren. Warum wurde das MPG zu einer Fairtrade-Schule? Was war der Grundgedanke? Also es gibt mehrere Lehrkräfte, die dieses Thema als sehr wichtig erachten, weil in der Schule geht es ja um die Zukunft, ja, die Zukunft von Kindern, aber eben auch auf der ganzen Welt. Und auf dieses Betreiben der Lehrkräfte gab es dann auch schon eine Projektstunde, eine Kooperation zwischen Geografie und Gemeinschaftskunde. Und in dieser Projektstunde, da sollen die Schülerinnen und Schüler sich eigene Themen überlegen, an denen sie arbeiten. Und da haben die Schüler dann damals das Thema Fairtrade ausgewählt, weil sie das eben als besonders wichtig erachteten und haben da zu diesem Thema Kleinprojekte und Aktionen gestaltet. Und das haben wir aufgenommen. Und natürlich möchte ich auch ganz gerne mit den Kids mal darüber sprechen. Aber vorher gehen wir vom MPG hier in Böblingen in eine Schule nach Herrenberg. Und was die Kids dort lernen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wir gehen jetzt einfach mal zu Ihren Kindern. Das machen wir. Zuhören, mitschreiben, aufpassen. 16 junge Landwirte drücken seit Anfang November in Herrenberg nochmal die Schulbank und lernen, wie man einen landwirtschaftlichen Betrieb richtig leitet. Heute zum Beispiel geht es um Zeitmanagement. Manuel Morlock will einmal den elterlichen Hof übernehmen. Ich brauche Fachwissen, vor allem Betriebsführung, auch Marketing und solche Sachen. Und das ist einfach in der Grundausbildung, denn 3 Jahre als Landwirt lernt man das eigentlich nicht. Da geht es nämlich hauptsächlich um die praktischen Dinge, Fachwissen. Lukas Hart geht es ähnlich. Er hat bereits 2 Berufsausbildungen hinter sich und will sich jetzt fit machen in Sachen Betriebsführung. Die letzten 2 Jahre hat er voll gearbeitet. Da muss man sich schon ein bisschen umstellen. Also gerade so mitschreiben und lernen auf Arbeit, mal gucken, wie es klappt. Aber da, ja, bin ich jetzt nicht mehr so gewohnt. 3 Jahre dauert die Ausbildung. Das Schuljahr geht jeweils von November bis März. Neben Betriebsführung stehen aber auch Tier- und Pflanzenkunde auf dem Stundenplan, heute zum Beispiel Zwischenfrüchte. Organisiert wird die Schule vom Landratsamt. Wir können hier ein individuelles Programm anbieten für die Schüler. Sie können hier mit ihren betriebseigenen Daten rechnen und die Schüler können parallel zu ihrer Schulzeit auch auf dem Betrieb weiterhin Praxiserfahrung sammeln. Dass das funktioniert, beweisen die Schüler jeden Tag. Lukas Haag arbeitet zum Beispiel nebenher auf dem elterlichen Hof mit 500 Schweinen. Also es ist möglich, neben der Schule her, die 3 oder 4 Tage in der Schule zum Gange, da ist es möglich, morgens und abends noch in den Stall zu gehen, wer Tierhaltung zu Hause hat. Und das finde ich eigentlich ideal. Ja. Manuel Morlock schätzt noch einen anderen Vorteil der Schule. Den Aspekt, über den Tellerrand rauszukommen und einfach sich auf was Neues einzulassen, auch mal rausgehen von sich selber, einfach hier Berufskollegen kennenlernen, auch neue Bekanntschaften schließen, was zum Beispiel auch danach helfen kann in Unternehmensführung oder sonst was oder auch Maschinengemeinschaften daraus entwickeln. Solche Sachen einfach, dass man was anderes sieht und dass man sich persönlich auch selber entwickeln kann. Wie diese persönliche Entwicklung weitergeht, wir bleiben natürlich dran und werden immer mal wieder reinschauen in die Fachschule für Landwirtschaft in Herrenberg. Ich werde immer ein bisschen nervös, wenn ich so im Klassenzimmer bin, auch 30 Jahre nach Schulende. Aber euch gefällt es hier, Julina und Lea. Wir haben euch jetzt einfach mal auserkoren. Du bist ja auf jeden Fall mal 100% Fairtrade, sogar deine Ohrringe. Wie kommst du denn dazu? Die habe ich selbst gemacht aus Fenstermalfarbe und ein Stückchen Plastik und... Das heißt, du stehst 100% hinter dem Produkt Fairtrade? Ja, also ich freue mich halt immer, wenn meine Mutter Fairtrade-Sachen kauft und ja, also ja, Fairtrade ist schon wichtig. So, ihr seid ja quasi so die Kids der ersten Stunde, als das MPG angefangen hat, Fairtrade zu werden. Lea, wie war das für dich? Da kommt eine Lehrerin, kommt ein Lehrer und sagt, wir haben da so eine Idee Fairtrade. War das für dich von vornherein klar? Da stehe ich dahinter? Also nicht wirklich, weil am Anfang wusste ich gar nicht, was es bedeutet, Fairtrade zu machen sozusagen. Und deswegen musste ich erstmal gucken, was das überhaupt bedeutet und was wir da machen. Und als du dich dann schlau gelesen hast, hast du gedacht, okay, wenn die Produkte, die hier verkauft werden, wirklich fair gehandelt, dann steige ich da aber voll mit ein. Wir unterhalten uns auch gleich über das neue Baby, was es hier im MPG gibt. Da sprechen wir dann mit eurem Chef, mit dem neuen Rektor, mit dem Herrn Rausch. Das Ganze machen wir... nach der Werbung. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe.
Ja, vorhin habe ich es angekündigt, das neue Baby vom MPG. Bevor wir dazu kommen, kommen wir jetzt zum neuen Schulleiter, so neu jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, Martin Rausch. Als wir 2016 hier waren, haben wir ja am Ende des Tages auch noch den Herrn Zimmermann, Ihren Vorgänger, verabschiedet, der ja in höchsten Tönen von Fairtrade gesprochen hat. Sie als neuer Schulleiter, waren Sie da gleich von Anfang an Feuer und Flamme? Ja, Fair Trade an einem Gymnasium, da dachte man früher, das passt da gar nicht hin, da wird gebüffelt und Klassenarbeiten geschrieben. Nee, heutzutage geht es eben auch um Werte und das ist hier eine Frage des Wertes Gerechtigkeit. Einen gerechten Handel zwischen den Erzeugern und den Verbrauchern und deswegen ist es richtig und gut, dass wir so viel für Fair Trade machen und die Schüler sind sowas von aktiv. Es wundert mich jeweils wieder, wie die die Zeit überhaupt hinkriegen. Zum Beispiel jetzt auch die Marie, die hier neben mir steht. Marie, du hast dich ja auch stark für diesen Automaten eingesetzt, weil so einfach kriegt man so einen Teil nicht in die Schule rein. Was war denn deine Aufgabe? Was hast du getan, dass mal so ein Fair-O-Mat hier am MPG aufgestellt werden kann? Genau, also wir haben schon Werbung für den Automaten gemacht und Plakate vorbereitet und wir haben auch schon den Fünftklässlern erklärt, wie der funktioniert und die klangen da auch begeistert von. So, die Schulen sind ja immer ein bisschen knapp bei Kasse. Es reicht ja nicht, so einen Automaten zu beantragen. Der kostet auch Geld. Wie habt ihr den finanziert? Ja, wir sind ja in der guten Situation, in einer Fairtrade-Town zu leben, in Böblingen. Und da ist es die Böblinger Baugesellschaft, die das Geld gespendet hat für die Anschaffung dieses Helfers. Ja, und was alles sonst noch dahinter steht und wie sich Fairtrade hier am MPG noch weiterentwickeln könnte, da sprechen wir gleich drüber. Es hat sich nämlich auch noch ganz woanders etwas entwickelt. Automatische Kehrroboter, styroporfressende Insekten, eine Buckelflip-Maschine. Bei Jugendforscht werden jedes Jahr wieder Dinge entwickelt, die mehr oder weniger nützlich sind. Dass der Wettbewerb aber tatsächlich den jungen Forschern nutzt, können diese beiden bestätigen. Marc Eisenhardt und Jonas Menken haben bereits vor Jahren an Jugendforscht teilgenommen und zwar erfolgreich. Also ich hatte eine Notfall-App entwickelt, die in Notfallsituationen dem Nutzer helfen soll, richtig mit dieser Situation umzugehen. Das heißt, sämtliche technischen Möglichkeiten, die so ein Smartphone heutzutage bietet, werden in dieser App genutzt, um schnell die richtigen Informationen in der richtigen oder in der brenzlichen Situation zu liefern. Und was ist aus dem jungen Forscher von damals geworden? Ich bin heute Softwareentwickler bei Philips und entwickle tatsächlich auch teilweise Apps an Anwendungen hier für unsere Medizinsysteme. Dahin gebracht hat ihn tatsächlich der Wettbewerb. Dort nämlich hat er seinen jetzigen Chef kennengelernt. Ähnlich ging es Marc Eisenhardt, der eigentlich ganz harmlose Ambitionen hatte. Also ich bin davon ausgegangen, dass so ein Jugendforschtestat ganz gut im Lebenslauf vielleicht aussieht. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich dort meinen Chef kennenlerne. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass sich beispielsweise das Kultusministerium für so ein Projekt interessieren könnte. Entwickelt hatte er einen digitalen Vertretungsplan, damit die Schüler zum Nachschauen nicht mehr ins Nachbargebäude laufen mussten. Heute studiert er an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und arbeitet hier als Entwickler. Als dualer Student kriegt man hier eben auch viele Projekte, also die wir auch jedes Semester eins bearbeiten. Also schon vergleichbar von der Idee. Allerdings sind die Projekte hier natürlich ein bisschen größer und werden auch wirklich genutzt. Das sind dann keine eigenen Ideen, sondern wirklich Ideen, die schon hier entstanden sind und wir sollen die eben realisieren oder ausprobieren, erforschen. Zwei Karrieren, die noch am Anfang stehen. Ohne Jugendforscht wären sie aber wahrscheinlich noch nicht einmal hier. Für Schüler, die noch überlegen, am Wettbewerb teilzunehmen, haben die beiden Ehemaligen nur einen Tipp. Sich anzumelden, egal mit welchem Projekt, und Spaß bei der Sache haben und einfach es mal ausprobieren. Wenn man nicht weiß, ob das Projekt diesmal gut war, vielleicht kriegt man dort eine neue Idee für ein neues Projekt, sondern kann man eben das realisieren. Also auf jeden Fall zum Jugendforschwettbewerb gehen, auf jeden Fall teilnehmen, ganz sicher, ja. Momentan läuft die Ausschreibung für die nächste Runde. Bis Ende November kann man sich noch bewerben. So, für 50 Cent gibt es hier Fairtrade gehandelte Schokolade. Die hole ich mir jetzt einfach mal raus und sie schicke ich in die Veranstaltungstipps. Guten Appetit. Trüffel, Marzipan, Konfekt. Selbstgemachte Pralinen kommen als Weihnachtsgeschenk immer gut an. Wie diese zu Hause gelingen und zum Gaumenschmaus der Beschenkten werden, zeigt jetzt ein Kurs der Volkshochschule Herrenberg. Mehr Infos und Anmeldungen gibt's auf der Homepage. Nichts setzt eine historische Altstadt besser in Szene als eine Fackelwanderung bei Dunkelheit. Das weiß man auch in Leonberg und lädt deswegen zu einer ganz besonderen Stadtführung. Für 19,90 Euro kann jeder Teilnehmer selbst mit einer Fackel die dunklen Ecken Leonbergs erkunden. Infos zur Anmeldung gibt's auf leonberg.de.
Und in Sindelfingen steht der Club Esperanto wieder auf der Bühne. Killing Kismet heißt das neue Stück, das die Multikulti-Truppe im Theaterkeller aufführt. In der Eigenproduktion kämpfen Schulabsolventen um das Stipendium Ein Jahr für die Zukunft. Wer das Rennen macht, einfach selber reinschauen. Moment. Fairtrade gehandelte Schokolade. Herr Rausch, das Besondere an diesem Automaten ist ja was? Das ist ein altes Gerät, was wieder neu aufgearbeitet wurde. Das funktioniert ohne jeden elektrischen Strom, das heißt also auch CO2-neutral und wird hier gewartet von zum Teil Lehrern sogar und auch sogar Eltern, die mal herkommen und helfen. Und es wäre natürlich toll, wenn ihr den ganzen Automaten mindestens einmal in der Woche komplett bestücken könntet. Jetzt haben Sie da was ganz Gewichtiges, ja. Also vom Gewicht her auf jeden Fall schon mal schwer. Was ist das? Ja, das ist ein Pokal, den wir bei dem Wettbewerb Fair is School in Eitlingen im Jahr 2017 gewonnen haben, weil wir so aktiv sind in Sachen Fair Trade. Nächstes Jahr wird es neu ausgeschrieben und wir haben uns überlegt, ob wir uns wieder bewerben, aber wir wollen eher, dass noch weitere Schulen sich dort bewerben. Das heißt, wir werden einfach etwas für den Sieger machen, der dann diesen Pokal mitnehmen wird. Also schön wäre es, wenn ihr ihn behaltet, aber noch besser, wenn es hier im Kreis Böblingen eine weitere Schule gibt, die den Fairtrade-Stempel bekommt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben bei unserer 200. Ausgabe von Wir in BB. Nächste Woche eine neue Ausgabe. Wir sehen uns.